Hallihallo, ihr lieben Leute von heute. Es ist soweit, es ist Topspielprognosenzeit. Wir haben die dritte Liga am Start mit der Sportvereinigung Bayreuth gegen Viktoria Köln. Die haben wir genommen, also das Spiel. Man hat erst ein anderes Spiel rausgesucht, aber da hätten wir mal wieder Dresden drin gehabt. Und Dresden hatten wir in letzter Zeit sehr, sehr oft. Deswegen haben wir es rausgelassen. Dresden hätte jetzt das Spiel gehabt gegen Zwickau, und Zwickau, da geht's ja noch um was, ne? Beziehungsweise eigentlich auch nicht, wirklich. ja, wobei, doch, nee, war mal, doch Relegation, ne? Ja. Könnten sie noch erreichen. Ja. Aber wir haben uns gedacht, wir nehmen jetzt mal Mannschaften, die wir noch in der dritten Liga kaum hatten. Und das ist tatsächlich bei Reut. Die haben wir, glaube ich, wenn überhaupt einmal gehabt, tatsächlich. Und Viktoria Köln, ja, glaube ich, noch gar nicht. Von daher haben wir uns dafür entschieden. Kabellarisch bei Reut, ja, das ihr Debüt in der dritten Liga ist leider nach dieser Saison leider schon wieder vorbei. Wenn man das so, ja, wobei, ja, gut. Also, schwierig. Wie ist denn das? Ist Meppen jetzt gerade da auf dem Relegationsplatz, oder ich verstehe es jetzt. Also, da gibt's gefühlt gar keinen Relegationsplatz, weil da keiner angezeigt wird. Die sind alle rot. Irgendwie, keine Ahnung. Also, ich, wenn ihr es wisst, könnt ihr das gerne mal reinschreiben. Ob der 17. dann der, dann noch Relegation ist oder sonst was, ich weiß es nicht. Ja, egal. Jedenfalls, ja, Bayreuth dann und ja, Köln, ja, auf dem absoluten Niemandslandplatz auf dem 9., aber ist auch okay. Ist ja mal wesentlich schlechter auch in der Saison gestanden. Von daher tüten wir das ein, würde ich sagen. Da tüten sie es ein. So. Genau. Der Wunderlich, genau, der war's. Übrigens, so nebenbei, liebe Kameraden und Freunde, denkt an Muttertag morgen. Der 14. Das ist wichtig. Die Mami muss gewürdigt werden. Mami muss gewürdigt werden. Ja. Ach komm, ich bleib gleich so. Ich mach nix. Bubala, Bubala. Den haben wir noch da. Hatten die nicht auch noch? Oder haben die den nicht mehr da? Nee, der ist schon wieder weitergezogen. So wie es aussieht. Der Thiele. Thiele ist schon wieder weitergezogen. Der war doch auch noch mal, aber. Achso, ich glaube, ja, aber schon länger. Ne? Keine Ahnung. Egal. So. Egal. Genau, wir müssen kurz noch mal in die Taktik rein. Und bei uns pfeift heute Dietmar Schönlebe. Ah ja. Zumindest bei mir. Der kann ja was. Ja. So. Dann. Da würde ich mir gerne noch wünschen, quasi einmal eine Schiedsrichter-Lizenz. So, das wäre noch mal was Schönes, dass man mal die richtigen Namen hätte. Das würde ich feiern. Mhm. Vielleicht auch so, vielleicht sogar auch mit den Schiedsrichter-Faces, ne, wenn ich mir da vorstelle, hier Dennis Aytekin oder sowas. Ne? Ja. Das wär schon witzig. So, schönstes Fußball wieder in Bayreuth. An diesem Samstag Mittag. Nachdem sie jetzt den letzten Ausflug im Saarland eine Watschen bekommen haben, nachdem sie eigentlich in der ersten Viertelstunde fulminant gestartet sind. Oh. Haben mit 2-0 geführt haben sie dann doch noch das Spiel mit 5-2 verloren. Das war auch erstmal hinkriegen. Ja. Und
Erste Chance. Erster Versuch. Auch wieder für die Bayreuther. Oh, schlecht gespielt. Da steht er direkt frei und da muss er eigentlich nur noch. Oh. Da muss er eigentlich nur noch ihn reinmachen ins Eck und da verzieht er ihn. Er macht's nicht. Vom Meister super weitergeleitet. Reingabe und. Ah, oh, Handle. Mit dem Volley-Schuss. Aber auch er verzieht da ordentlich. Oh, der war gut, der war gut. Oh, was ist denn mit den Leuten die los? Eis. Die verziehen ja alles. Ganz schön verzogen. Alter. Diese Bayreuther. Das ist schon die zweite hundertprozentige. Eigentlich. Wollen das schön den Ball spielen. Schön auf Philipp abgetropft, aber da ist ein Bayreuther Abwehrspieler, der das vermeiden kann. Hier gibt's nichts. Der ist noch drin. Sehr gut gemacht. Sie versuchen mit wenig Ballkontakten den Ball nach vorne zu treiben. Oh, der ist gut. Abseits. Jetzt aber. Oh, abseits, ja. Siebert. Direkt weiter auf Sontheimer. Sontheimer hat da links ein bisschen Platz, aber wartet dann zu lange. Oh. Aber jetzt vielleicht wunderlich. Versucht's dann einfach mal. Mit dem altbewährten Fernschuss. Ja. Oh, ja. Er ist gänzlich verunglückt. Aber auch hier hat voll keine Probleme mit diesem Eckball. Voll? Das ist ja ein Name. Er ist froh, wenn er nicht den Kasten voll kriegt. Oh. Ah. Souverän, da gibt's. Oh, da gibt's auch schon eine Karte. Schönleber lässt er nicht mit sich spaßen. So. Oh. Nee, wie kommt denn der da zum Kopf? Passabel. Passabel. Dietz. Dietz. Immer noch Dietz. Dietz vielleicht mit der Reingabe. Immer noch Dietz. Oh, oh. Und Petzold. Hatten Gott sei Dank gesehen, dass er so scharf abgefälscht war. Oh, oh, oh. Oh, oh, und der pfeift der nicht? Krass. Alter. Was ist denn mit Dietmar los, ey? Ah. Ja, das pfeift er wieder, oder was? Es gibt's doch nicht hier. Bist du ja auch gekauft, oder was? Oh, schreibt doch schon auf hier. Ja. Ich habe ja einen Zettel. Pfeift. Oh, oh. Guck mal. Das pfeift er und das andere davor nicht. Du hast dich aber auch fallen lassen, ey. Das war ja. Man kann es ein bisschen übertreiben hier. Wir brauchen hier. Ja, man muss keine Aufnehmer machen. Ja. Ja, das war wahrscheinlich bei dem Foul davor. Sah es halt auch so aus, ja. Das kann ja auch sein, ne? Oh, was ist damit denn? Nicht. Hä? Oh, was ist denn hier los? Ja, so manchmal, ne? Ja, das ist so Kick and Rush teilweise. Dritte Liga. Oh. Aber das macht's ja wieder. Das macht's ja auch dann auch aus, ne? Ja, jetzt aber. Das ist immer.
Naja, und da muss jetzt auch mal Karte her, definitiv. Gelb. Ja. Jamil Siebert. Oh, okay. Oh. Voll Standbein weg, ey. Kann er sich nicht beschweren? Oh, 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 na, oh, was oh. Macht der denn? Nur mach doch weiter jetzt. Hä? Was pfeift er denn jetzt? Was denn? Okay. Keine Ahnung. Man weiß es nicht so genau, ne? Es ist... Es kann doch gar kein Abseits gewesen sein, was der da jetzt gepfiffen hat. Oh. Oh, lass ihn doch einfach. Der wäre doch im Aus gewesen. Mensch. Oh. Oh, und dann sowas. Alter, dann nimm doch lieber den Freistoß. Ach, schöne Scheiße. Eigene Dummheit war das. Oh, oh. Das war dämlich. Oh, hier, der kommt sogar gut. Der kommt noch besser. Oh. Alter. Oh. Bayreuth mit Glück. So Bayreuth, ja. Der Ball rollt. Ball rollt mit Glück. So. Oh, der kommt gut! Der ist super! Ah. Oh, der schießt direkt aufs Torwart, Alter! Ist das ein Typ, ey! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ich sag ja, die wollen keine Tore schießen! Ja, jetzt kommt's wieder, ey! Ach! Ja. Oh, der macht's auch nicht, ey! Alter! Da gibt's noch eine gelbe, ey! Was ist denn das? Ach du Heiland, du Meiler! Die wollen heute keine Tore schießen. Nee. Also mal ernsthaft. Nee, das ist das aber ist auch ja eine Kunst, die nett zu machen, ne? Also das ja müsst ihr jetzt auch mal so sehen, ne? Oh, der ist aber gut. Oh. Ja, aber die schießen immer den Torwart an. Das geht. Oh. Das gibt es doch nicht, ey. Ja, nein. Jetzt kommt er wieder nicht hinterher. Guck dir das an, wie langsam der ist. Es ist. Das ist ja verrückt. Also mal ernsthaft. Also so eine Angriffe nicht zu versenken. Wenn er jetzt auch denkt, ach komm, der könnte, hätte doch jetzt einfach mal rüberschieben können. Und so weiter und so fort. Ja, sicher. Aber irgendwann hast du auch keinen Bock, immer wieder die ein und selben Tore, ne? Mit einfach mal rüberschieben und dass der Torwart halt nicht mehr rankommt, ne? Das ja muss dann auch nicht immer sein, weil das ist dann auch irgendwo. Weil das immer mal wieder passieren kann. Weil hier hast du mal einen schnellen Spieler dabei, kannst du das Rückzug-Schema F machen. Das hat alle einfach FIFA nicht im Griff, deswegen macht man dann gern mal auch selber halt was. Probiert mal was, ne? Und ja. Das heißt, ich muss jetzt Danke sagen. Danke, Lautsche. Ja, genau. Hätte schon 5-0 führen können. Ja, hier, guck dir. Oh, der kommt gut. Oh, schön gehalten. Mensch. Das ist schon verrückt. Ja. Die Chancen waren auf, Abseits, okay. Chancen waren auf jeden Fall auf beiden Seiten da. Auf jeden Fall. Das, und der kriegt die Rote. Der kriegt die Rote. Oh, der hat schon. Ja, Jamil. Oh, ja, jetzt passt es wieder mit dem Gelb-Rot, ja? Ja, jetzt sind wir wieder voll gerne drin. So. Mensch, Bayreuth. Ei, echt.
Ja, vielleicht. So eine Chance. Vielleicht nutzen sie jetzt ihren Vorteil. Ja. Muss nicht immer ein Vorteil sein, das wissen wir. Selbst sowas nicht, ey. Das ist doch. Da kommt so ein Schüsschen, so ein cooler Ball auf den Torwart. Mensch, es Kinder. Wunderlich. Nee. Super rübergelegt. Direkter Konter, der kommt gut, aber. Petzold hat ihn. Kein Problem. Oh. Ach Gottes Willen. Mensch. Könnte nicht mal einen Ball annehmen. Oh, der kommt sehr der gut und da ist es. Der ist drin, Handle. Macht ihn dann in der 54. Minute. Schön wurde genommen und durch die Beine. Ja. Das gibt noch ein Kasten Bier gratis. Da müssen wir aufpassen. Schön. Schön gemacht. Oh, der macht's wieder nicht. Eieiei. Der ist normalerweise schon längst runter bei dir vom Platz. Normalerweise schon. Aber ich weiß nicht, was ich auf der Bank habe. Ja, ne, vielleicht Not gegen Besseres. Oh, da, aber sowas, ey, ganz ehrlich, das ist. Da muss doch mal einer drin sein. Vor allen Dingen so schön rausgespielt da über die Außen. Das war so klasse gemacht. Jetzt! Ey, die machen's nicht, Alter! Ja. Das gibt's doch nicht! Was brauchen die denn noch so frei vorm Tor? Ich drück schon ganz leicht und das ist. Ja, du geh doch hin! Da jetzt gibt's eine Ecke! Ja. Danke! Anstatt der da hingeht, der war doch. Ja, genau. Na, jetzt gehst du hin, oder was? obwohl da einer steht. Hast du auch gedacht. Jetzt geht er hin. Oh, jetzt aber. Jetzt! Da ist er. Wenn es kein Abseits war, ist ja. Nee. Ei. So, können Sie sich nochmal aufrappeln mit 11 gegen 10. Den Fans nochmal was bieten auf die letzten Spieltage hier. Oder schön freigespielt. Ja. Aber konnten nichts draus machen. Wäre schön, wenn sie sich vernünftig nochmal verabschieden könnten, wenn es dann doch für sie wieder in die Regionalliga geht. Ja, nun kommt mit. Also alleine kann ich das hier nicht machen. Oh, das ist doch. Was seid ihr denn für Pfeifen, Mensch? Also, mal ernsthaft. Das ganze Haus hört mich hier schon, ey.
Ich bin nur bei der Lautstärke. Das, also. Oh. Wunderlich. Ey, ich glaube, ich bin im falschen Film hier, ey. Also dann hat man auch nicht verdient, weiter also hier zu gewinnen, wenn man so spielt. Muss man ehrlich sagen. Ach. So. Oh, aber doch zu weit vorgelegt. Es ist doch alles nicht wahr, Mensch. Oh, oh, das ist rot. Uiuiui. Also wenn das kein rot ist, dann weiß ich auch nicht. Es ist rot, ja. Schwarz. So, jetzt wieder 10 gegen 10. Und was denn jetzt? Okay. Alter. Da wo sie? Schön, schön gespielt. Schöne Übersicht und die macht. Also, Leute, ihr seid zu dumm. Ihr seid zu dumm. Es ist doch nur noch reinschieben. Und immer auf den Torwart. Das gibt's doch nicht. Oh, der kommt gut. Oh, da war. Könnte noch jemand dran gewesen sein? Nee. Wird fleißig ausgewechselt. Das ist verrückt. Das ist absolut verrückt. Oh. Kann er faul oder? Nee, Ecke. Oh, der kommt gut. Ja, aber von zwei Mann gedeckt, kann den Kopfball nicht richtig setzen. Schade. Boah. Nein, er soll doch nicht mehr. Unten schön mit der Brust annehmen und dann reinwemsen. Oh, jetzt vielleicht. Ziereis, oh! Aber jetzt! Ziereis, Alter. Trifft er doch noch nach dem 10. Mal. Es ist doch nicht wahr. Oh. Ah. Ja. Naja, da ist es. Bisse! Erst eingewechselt, wird dann zum Edeljoker. Gibt's doch noch eine Punkteteilung in Bayreuth. Ja, schön. Ja. Oh Wahnsinn, ich hätte erst gedacht, es geht tatsächlich 1-1 aus. Hat man ja auch schon lange nicht mehr. Aber ja, hatte was. Ja, definitiv. Jawohl, guck mal, Bayreuth darf trotzdem mal, feiern. Da gibt's die Abstiegstrophäe. Richtig, genau. Ja, also ganz ehrlich,
wer es vorne nicht macht, kriegt es hinten rein. Richtig. Ne? Wir hatten dieses Prinzip ist auf so vielen Ebenen richtig. Also ich muss sagen, das Spiel war also super. Ich fand es super unterhaltsam. Auf jeden Fall. Aber dass man so viele Fehlschüsse hat, also die ja eigentlich schon hundertprozentig, also zweite Liga, erste Liga, wären die alle drin gewesen. Ja, ja. Also das ist ja, ne? Aber die wollten anscheinend keine Tore schießen, so wirklich. Und deshalb bin ich der Meinung, absolut gerechtes Unentschieden. Absolut, absolut. Dem ist nichts entgegenzusetzen, auf jeden Fall. Ja. Bayreuth hätte für sich vielleicht noch einen schönen Abschluss haben können. Aber hat dann letztendlich doch noch das 2-2 gekriegt. Ja, da haben sie einfach zu viel liegen gelassen. Und die Kölner, ja, die hätten auch im Prinzip viel mehr draus machen können. Gerade in der ersten Halbzeit hatten sie die eine oder andere sehr, sehr gute Chance auf dem Schuh gehabt. Haben sie auch nicht gemacht und am Schluss letztendlich hat es hier und da auch mit der Feinjustierung nicht so ganz geklappt auf beiden Seiten, wie gemerkt. Aber ja, Dietmar Schönleber hat es auch wieder im Griff gehabt, auch wenn es hier und da natürlich auch wieder Karten gehagelt hat. Aber so ist es halt, gerade am Schluss, da brennt man die ein oder andere Sicherung durch. Das stimmt. Ja, in diesem Sinne, macht's gut. Gehabt euch wohl. Nächste Woche sehen wir uns dann wieder, beziehungsweise in den anderen Topspielprognosen. Ja. Und in diesem Sinne, habt noch ein schönes Wochenende und reingehauen und wieder schauen.